So. Nee, Mahagoni. Mache ich, glaube ich, besser von der Seite. Oder wir machen das so, wegen dem Fenster. Nee. Da passt aber noch ein Schrank hin, bevor wir da um eine Ecke gehen. Alter, da geht ja dann doch eine Spüle hin. Eine goldene Waschbecken, das will ich sehen. Alter, komm, wir machen ja voll die Pornoküche, ey. Jawohl, golden. Wenn dann richtig. Jawohl. Mega. So, jetzt brauchen wir hier aber noch einen kleinen Schrank. Haben wir sowas? Enger Rechttür. Nee, wir brauchen, wenn, einen Linkstürer. Na, genau. Und hier kommt man dann noch so durch. Boah, Junge. So. Dann brauche ich jetzt so einen. In Mahagoni, schwarzer Granit und schwarz. Warte mal, das kann ich ja so dann auch nicht machen. Warte. Mahagoni. Schwarz. Nee, Granit. Das passt aber noch nicht so ganz, sag mal. So. Oh, Junge. Alter, ich hab so die geile Idee. Sorry. So, der vergoldete. Tun wir den hier hin oder tun wir den da hin? Nee, ich glaube, wir machen den hier an dem Fenster. So. Na, ist ja alles cool. Jawohl. So. Dann brauchen wir jetzt noch einen Schrank. Genau, mit der Öffnung. So, und jetzt muss ich von der Seite ran. Aber wenn man hier nicht geil kochen kann, ne, dann weiß ich jetzt auch nicht. Geht das nicht nahtlos über? Doch.
Ist jetzt die Frage, machen wir jetzt hier schon zu? Oder gehen wir noch einen in die Breite? Ne, wir gehen noch einen in die Breite. Da wird hier auch ein kleiner reichen, der nach rechts aufgeht. So, und jetzt müssen wir von der Seite wieder ran. Und jetzt müsste man hier noch... Au! Wenn man jetzt hier noch auch noch dran machen kann, weißt du, so Schränke. Ja. Ja. Muss man halt aufpassen, wenn man reinkommt, Mensch. So. Was hatten wir? Mahagoni. Ach, jetzt check ich das erst. So eine Kochinsel meinst du? Haha, ich bin davon ausgegangen, dass die Insel in der Mitte vom Raum steht. Ja, das ist schwierig in dem Spiel, das hinzubekommen. Deswegen habe ich... ich hatte es auch erst so vorgehabt, tatsächlich. So wie du es wahrscheinlich auch gedacht hast. Aber das ist halt irgendwie schwierig. Ach, das ist blöd. Ach Mensch, die Kante, die nervt mich jetzt hier aber. Machen wir dann anders, pass auf. Weil das kann ich dann nämlich nicht haben, weißt du, wenn da so Kanten sind. Das triggert mich ungemein. So. Ja, nehmen wir schwarz. Ah, das kann ich mir ganz gut dazu vorstellen. Ich bin irgendwie noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Der muss dann nach links aufgehen. Das sieht besser aus. So, und dann kommt hier ein Herd drauf. Jetzt müssen wir natürlich einen Herd nehmen, den man so draufstellen kann. Elektrische Ausrüstung. Na? Alles klar, der Zocker. Bis gleich. So.
nicht ganz so hoch. Ich weiß ja nicht. Kommt man noch durch? Ja, man kommt durch. Sehr schön. Dann ist das da nicht so abgehakt, weißt du? Das ist dann auch irgendwie... Oder ich mache das hier weg und die Kochplatte mache ich dann hier hin. Wie würde das denn aussehen? Besser? Okay. Dann kommt die Dunstabzugshaube weg, weil die kann man nämlich nicht so hier hinhängen. Dann machen wir das so. Dann brauchen wir, lass mal gucken, Dekorationen. Nee, obwohl doch, wir können... halt so tun, als ob das eine Wasserflasche ist oder so, weißt du? Die hier so... so steht für zum Trinken. Na, dann tun wir gleich hier noch Tassen hin und so. Unter Sonstiges ist das auch nicht mehr, ne? Ah doch, guck mal, ein Seifenspender. Braucht man auch. Ja. Ganz wichtig. Ein Handtuch. Ja, um das Gespülte abzutrocknen. Aber wo ist denn jetzt der Rest hingekommen? Zubehör. Ah, Abfalleimer. Wo das Geschnibbelte reinkommt. Kommt man denn noch durch? Ja, man kommt durch. So, das hier brauchen wir. Das nehmen wir dann in Weiß. So. Auf der Höhe ungefähr. Dann davon das längliche. Dann hat man hier so zweierlei, wo man sich dran bedienen kann. Ein Messerblock, ganz wichtig. So, ein Wasserkocher. Den kann man immer noch nicht draufstellen, ne? Hä, hey, warum auch? So. Rezepte. Sind hier auch wichtig. Ohne Rezepte lässt sich schlecht kochen. So, ein Schneidebrettchen. Kann ich auf dem Schneidebrettchen so ein Messer legen? Nee. Schade, leider nicht. Dann machen wir das so davor. Oder dahinter vielmehr. So, dann brauchen wir hier so ein Geschirrständer. Das sieht aber hässlich aus. Nehme ich lieber so ein Billo-Teil. Billo-Teil in Anführungsstrichen. Ja, das sieht aber auch noch am besten aus.
So, und hier tun wir jetzt Tässchen hin. So. Und dann das kleine Teller. So. Da ist schon für morgens früh gedeckt. So eine Wokpfanne kann man auch noch nicht draufstellen. Oh. Na gut, na gut. Ah, das ist auch noch mal so in Küche unterteilt. Ah. So, Entschuldigung. Wir brauchen jetzt aber noch das Wichtigste. Kaffeemaschine. Ohne die läuft ja mal gar nichts. Ja. So, eine Mikrowelle. Kommt da hinten hin. So. Und die hier können wir weiterverwenden. So, und dann holen wir davon noch eine. Lampen, Decke. Hier war ein Schalter. Hier auch noch eine hin, ja, ne? So, ne, das ist wie so ein. Hier weißt du, wie das früher mal so über diese Theken war. So soll das irgendwie dargestellt werden. So, jetzt holen wir mal die Farben. Ach so, welche Farben nehmen wir überhaupt? Machen wir wie im Esszimmer? Aber hier haben wir noch so viel Platz, Alter. Könntest du hier locker und sauber trennen, ey. Türen und Fenster. Ist halt die Frage, welche Farben wir nehmen, ne? Da muss ja auch passen, ne?
Da. Auf jeden Fall erstmal diese hässliche Tapete hier weg, 70er Jahre Tapete hier. Tja. Schwupps. So, das haben wir schon mal. Yay. Aber machen wir denn hier noch hin? Mal gucken, ob wir so eine Art Bar hier hin machen können. Schauen wir mal. Aber erstmal will ich streichen und ich glaube, ich möchte auch einen anderen Fußboden drin haben, weil das beißt sich. Hier müssen wir irgendwie Fliesen nehmen. So, aber erstmal Farben. Na. Ja, auf jeden Fall bis hierhin, ne? Das müssen wir auf jeden Fall machen. Weil das beißt sich. Fußboden, also Holzfußboden und das gefällt mir nicht so ganz. Die Küche muss ja zur Geltung kommen, ne? Und grün würde ich hier auch nicht nehmen. Um ehrlich zu sein. Weißt du? Das beißt sich zu sehr, finde ich. Das gefällt mir nicht. Und vielleicht sieht das gar nicht mal so übel aus, wenn man. So, machen wir erstmal bis hierhin. So. Die Küchenseite ist schon hell. Was wir hier hin machen, obwohl da möchte ich auch noch die Wand so haben. Aber der Rest ist dann Schnuppe von der Küche. So, hier ist auf jeden Fall diese hässliche Tapete schon mal weg, ey. Ganz wichtig. Na, das beißt sich, das geht nicht. So. Gucken wir mal, was wir da machen können. Wir können ja zur Not wieder Laminat hier reinlegen. Wir könnten diese 3D-Fliese mal hier ausprobieren in Weiß oder in so einem bräunlichen Ton.
Geht aber eigentlich. Blöd jetzt, dass die hier einen überragt. Ich habe auch gerade gesagt. Oder soll ich mal mit Weiß probieren? Weiß. Ja, das ist besser. Definitiv. Ich will mir aber überlegen, ob ich nicht hier noch so einen Streifen mache. Ich glaube, das mache ich auch. Okay, das muss ich jetzt leider so machen. Das drin? Nein. Nein. WB, schön, dass du wieder da bist. Oh oh, ich glaube, Houston, wir haben ein Problem. Das Holz haben wir gar nicht. Das Holz hier haben wir gar nicht. Ach krass. Ja, ich bin ja bei Laminat gewesen. Aber ich habe die drei Dinger hier durch. Das ist es alles nicht. Nee, leider nicht. Ich habe auch schon probiert. Braun hatten wir jetzt hier. Oder das ist das hier. Guck. Ich kann hier nicht mehr drüber gehen. Das ist das. Das, was hier liegt, das haben wir nicht. Aber kann man, ey, so kann man das, glaube ich, lassen. Pass mal auf.
Scheiße, wo war das denn jetzt noch? Da. Fällt nicht mehr auf. War was? Nö, ne? Alles cool, oder? Ist doch alles Tutti. Ich hab nichts gesehen. Ne, ne? Also, ey, alles geil. Also, finde ich persönlich schon. Was soll sein? Nix. Alles gut. Ich habe nichts verkehrt gemacht oder so. Alles im grünen Bereich. Sieht man nicht. Hey! Ist die Farbe schon leer, ey? Ich glaub's ja wohl. Ich hab da erst ein paar Wände damit gestrichen. Nee, ich glaube, ich mach das so. Ja. So, liebe Leute, wir haben 23.30 Uhr. Ach, krass. Geh jetzt mal langsam Hayabubu machen und so. Echt, haben wir schon wieder so spät? Kommt mir gar nicht so vor, ey. Ja. Dann streiche ich das jetzt hier noch eben zu Ende und dann ist hier auch dann mal Feierabend. Das ist ja krass, ey. Ja, Yogi, gut, dass du das sagst. Irgendwie gefällt mir das doch nicht, aber ich habe gedacht, wegen dem hier. Müssen wir aber beim nächsten Mal mal gucken. Ja. Ja, in Forager und House Flipper kann man sich verlieren. Oh ja. Oh ja. Da kann man ja nächste Woche. Ah, nee, nächste Woche Mittwoch. Da muss ich mit Carsten mal gucken, dass wir tauschen. Dass ich dann Dienstag streame und Carsten am Mittwoch wegen Fußball.
Müssen wir mal gucken. Das können wir dann auf jeden Fall auch wieder so machen. Erst Forager und dann hinterher weiter Hausflipper. Vielleicht kriegen wir das Haus ja bis kurz vor Weihnachten fertig. Das Weihnachtshaus.